Herzlich willkommen, lieber Steinbock, zu deiner Tarotkarten-Jahreslegung für das Jahr 2022. Aus astrologischer Sicht wird jedes Jahr von einem anderen Planeten regiert und 2022 ist ein Jupiterjahr. Und Jupiter wird auch als Glücksplanet bezeichnet. Und wir haben hier auch die Tarotkarte, die dem Jupiter zugeschrieben wird. Und auch hier zeigt sich das Glück, das Rad des Schicksals. Ja, Jupiter bietet uns allen die Gelegenheit, uns selbst zu verwirklichen. Du erhältst die Chance, dein Leben noch etwas mehr in die Richtung zu schubsen, die du dir vorstellst. Man kann in diesem Jahr besonders viel erreichen und es lohnt sich, groß zu denken. Jupiter hat auch einen wichtigen Einfluss auf die Liebe. Er hilft dabei, das Glück zu finden und falls du es schon gefunden hast, es gut festzuhalten. Du erkennst, was dir gut tut und wie du dich selbst frei entfalten kannst. Es fällt dir leichter, die Bereiche, die dir wichtig sind, miteinander zu vereinen. Und was speziell den Steinbock angeht, Jupiter wird den Steinbock weniger misstrauisch machen. Du kannst eine Lockerheit gewinnen, die dir ungemein gut tut. Du bleibst zwar der harte Arbeiter im Tierkreis, aber du lässt zwischendurch auch mal locker und genießt mehr das, was du erreicht hast. Denn du weißt, Arbeit ist nicht alles. Das Vergnügen bekommt in einem Jupiterjahr mehr Gewichtung. Und wir schauen uns jetzt an, in welchen Bereichen du mit besonderen Glücksfällen rechnen kannst und ja, zu welcher Zeit das so passieren wird. Wir ziehen zunächst eine Jahreskarte, die die Energie deines Jahres bestimmen wird. Und danach legen wir alle die weiteren Karten. Okay, eine Karte für den Steinbock für das Jahr 2022. Huch, die wollte aber raus. Oh, der Wagen. Ja, du kannst starten. Du kannst losfahren. Ja, mit irgendetwas, was du geplant hast, kannst du jetzt anfangen. Und die Karte soll dich dazu ermutigen, jetzt in diesem Jahr den großen Sprung zu wagen und dich auch auf ein Abenteuer einzulassen. Ein vielversprechender Neuanfang wartet auf dich. Und am Ende des Jahres wirst du dich selbstbewusster und eigenständiger im Leben fühlen. Also wenn du in einem deiner Lebensbereichen ein großes Ziel anstrebst oder ja, ein persönliches Hindernis überwinden möchtest, wird innerhalb dieses Jahres irgendwann der Startschuss dafür fallen und du kannst dich da aufmachen, da auf dem Weg machen, dieses Hindernis zu überwinden oder dieses Ziel zu erreichen. Wenn es dann soweit ist, solltest du ohne Zögern fortschreiten und konzentriert und entschlossen handeln. Ja, du hast jetzt die beste Chance, in diesem Jahr das zu erreichen, was dir vorschwebt und dadurch eine neue Lebendigkeit und erfrischenden Schwung in deinen Alltag zu bringen. Ja, das ist ja ein wunderbarer Startschuss. Ja, jetzt legen wir die einzelnen Karten und schauen uns an, was in den jeweiligen Monaten passieren könnte, was besonders gute Zeitpunkte sind. Das wird ein bisschen dauern, aber ich werde die Legung im Zeitraffer machen. Ja, also bis gleich.
Okay, da wären wir. Das sind alle Karten, die wir brauchen. Und schauen wir mal. Wir fangen gleich mal mit dem Januar an. Wir haben für jeden Monat jeweils drei Karten. Ja, und der Januar fängt schon mal spannend an. Also wir haben hier einen Prinz der Schwerter, vielleicht in deiner Umgebung. Also wenn das also eigentlich ist der Prinz der Schwerter nicht deine Energie, denn der Prinz der Schwerter ist ein Luftzeichen und du bist ein Erdzeichen. Das heißt nicht unbedingt, dass diese Person auch tatsächlich ein Luftzeichen muss, aber es ist auf jeden Fall jemand, der aus deiner Perspektive etwas chaotischer ist, etwas ungeordnet, ein Luftikus, der in den Tag hineinlebt, auch abenteuerlustig ist, vielleicht manchmal ein bisschen wirr, ne? Ein bisschen chaotisch eben. Aber sehr wortgewandt und kreativ, geistreich, eher eine jüngere Person. Ne? Also jünger, vielleicht nicht unbedingt nur vom Alter, sondern einfach innerlich jünger vor allem. Könnte auch ein Kind sein, ne? Vielleicht, also auf jeden Fall, wenn das eine außenstehende Person ist, dann ist der tief in dein Herzen drin und du machst dir gerade sehr viele Gedanken um diese Person. Diese Person steht dir gerade zurzeit sehr nahe. Kann aber auch sein, dass die Situation, in der du dich gerade befindest, in diesem Januar, in der du dich in diesem Januar befinden wirst, einfach von dir sehr, also von dir erwartet, dass du dich viel mehr als sonst wie der Prinz der Schwerter verhältst. Dann kann das mitunter dazu führen, dass ja, dass du etwas ungeordnet bist und flexible Lösungen für etwas finden musst und dich oft irgendwie anpassen musst an eine Sache und ja, das kann sich ziemlich planlos und chaotisch manchmal dann äußern. Aber tatsächlich sehe ich bei den meisten von euch eher eine außenstehende Person. Weil ihr seid eigentlich doch eher geordnet. Hier habe ich die Stärke, die innere mentale Stärke, die sich in ja einen Durchhalteprozess zeigt. Ihr haltet eure Energien fest. Ihr seid konzentriert auf ein Ziel fokussiert und seid aber so ja in einen. Das ist so ein passiver Kampf. Das ist kein offener Kampf, sondern man führt schon einen Kampf, aber es geht da wirklich mehr darum, stark zu bleiben und mentale Stärke aufzubauen. Vielleicht im Zusammenhang mit dieser Person, vielleicht gibt es da so eine Situation im Januar. Auf jeden Fall werdet ihr euch oder ja, einfach auch vielleicht die Situation wird sich ganz auf ganz neue Weise zeigen. Hier haben wir das Aeon und die Schmetterlingsenergie. Das könnte sich halt eben darauf beziehen, dass ihr euch neu erfinden werdet und diese Seiten an denen ihr schon lange arbeitet, dass die sich jetzt äußern und zeigen und ihr einfach euch selbst entfalten könnt. Das Gleiche kann sich aber auch auf eine Beziehung beziehen, dass sich eine Beziehung, mit der ihr in Verbindung, einen Menschen, mit denen ihr in Verbindung seid, dass diese Verbindung sich jetzt deutlicher zeigt und zum Ausdruck kommt und sich diese Verbindung entfalten wird. Vielleicht in Zusammenhang mit diesem Prinz der Schwerter. Auf jeden Fall braucht ihr für den Monat auf jeden Fall auch diese mentale Stärke. Die müsst ihr auch für eine Zeit lang aufrechterhalten. Ja, schauen wir uns das mal weiter an, was im Februar passieren wird. Ah ja, okay, ganz spannend ist das. Also mental
habt ihr diese Stärke aufrechterhalten und das führt jetzt dazu, dass ihr doch ein sehr stabiles Selbstwertgefühl habt. Diese Karte, diese vier Scheiben stehen auch für euer Sternzeichen, werden den Steinbock zugesprochen und man hat bei dieser Karte eine feste Burg um sich herum und da kommt auch niemand ohne seine Genehmigung rein oder raus, ne? Also wirklich ein sehr fester, stabiler mentaler Zustand, auf den ihr euch jetzt verlassen könnt und in denen ihr euch auch sicher und wohl fühlen werdet. Auf jeden Fall. Und das habt ihr euch selbst aufgebaut, das ist auch noch zu vermerken, ne? Das ist eure geleistete Arbeit. Im Gefühl, also nach außen haben wir hier ein neues Gefühl, ein Ast der Kelche, ein neuer emotionaler Zyklus. Vielleicht könnt ihr euch neu verliebt haben, oder halt eben bei einer bestehenden Verbindung halt eben neu verliebt haben, so ein neues Gefühl. Jemand hat euch einen Kelch gereicht und da wird euch viel Liebe entgegengebracht. Im Februar wird irgendwie, ja, wird euch viel Liebe entgegengebracht und das wird für euch zu einem neuen Gefühl, zu einer neuen Emotionalität führen. Und das kann euch ganz vielleicht auch ein bisschen zögern lassen, ein bisschen zurückschrecken lassen im ersten Moment. Vielleicht ist das mit einer großen Herausforderung eurerseits verbunden. Vielleicht ist das erstmal zu viel des Guten. Und ihr wisst nicht genau, was passiert, was passieren wird, wenn ihr den Kelch wirklich annehmt, weil ihr die Konsequenzen nicht so ganz absehen könnt. Ja, aber oft ist das immer ein guter Hinweis, dass man durch diese Tür gehen sollte, ne? Wenn man dieses Zögern verspürt. Da solltet ihr ganz eure Intuition trauen, weil beim Mond hat man halt auch einen guten Zugang zu seiner Intuition. Ja, schauen wir mal, wie es im Weiteren aussieht. Ja, etwas ambivalent der Monat März. Also auf der einen Seite etwas sehr Schönes, einmal den Erfolg auf eurer geistigen Ebene. Das ist die Ernte aus diesem Prozess. Ihr hattet die mentale Stärke, ihr habt diese sichere Festung in euch, ein sicheres Selbstwertgefühl aufgebaut und jetzt kommt die Ernte rein, ne? Jetzt bekommt ihr Anerkennung und Erfolg und ihr werdet auch materiellen Erfolg sehen können, ne? Also da kommt vielleicht tatsächlich auch Geld rein oder einfach der Zuwachs von etwas Materiellen, etwas Handfesten, etwas Schwarz auf Weiß, worauf ihr auch stolz sein könnt und was euch ja sehr zufrieden stimmt, ne? Aber diese Emotionalität lässt euch auch nicht los. Da kommen jetzt hier die drei Schwerter und die drei Schwerter sind immer eine Erkenntnis, die man macht. Eine Erkenntnis, die der Wahrheit entspricht, auch die Dinge, ja, also eine Erkenntnis, die man einfach machen musste, eine Wahrheit, die mitunter aber ja nicht sich nicht angenehm anfühlen könnte, ne? Also, das sind oft, ja, bittere Wahrheiten, ja, aber da muss man leider durch. Das ist das und das ist dann halt eben auch eine wahnsinnig gute Chance, etwas in Heilung zu bringen, wenn man die Wahrheit wirklich zulässt, anerkennt und sie auch wertschätzt, ne? Weil auch wenn das dann schmerzvoll sich auswirkt,
ist es immer besser zu wissen, was genau los ist, ne? Es hat bei vielen mit dem Mond zu tun, ne? Deswegen dieses Zögern, diese Furcht vor etwas ist schon berechtigt, weil dahinter steckt eine Wahrheit, die man nicht zulassen wollte. Das ist dieses Neuland. Und ich sehe bei vielen, dass es vielleicht auch um vergangene Themen sich handeln könnte, dass da ja vergangene Verletzungen, vergangene schwierige Situationen, die man noch nicht verarbeiten konnte. Im März habt ihr die Chance, dies zu verarbeiten und ihr habt auch den Willen dazu. Ihr wisst, ihr habt jetzt das Selbstbewusstsein und ihr zieht euch zurück, um diese Thematik ernsthaft und verantwortungsvoll aufzuarbeiten. Ja, weil ich glaube, ihr wisst dann schon, dass viel für die Zukunft davon abhängen könnte. Der Eremit ist auf jeden Fall eine sehr zurückgezogene, ernsthafte Karte. Ihr werdet euch auch gerade in sozialen Situationen eher ja, zurückziehen und wenig Menschen treffen und lieber die Zeit für euch selber verbringen. Das wird notwendig sein und das wird euch gut tun. Entschuldigt. Ja. Ne? Und das hat natürlich, also ihr könnt auch ein wenig dann eure Erfolge auch ein bisschen feiern. Ne? Das dürft ihr bei der ganzen Aufarbeitung nicht vergessen, dass es auch sehr vieles gibt, was sehr gut läuft. Ja, das war der März. Ja, der März und jetzt. Jetzt kommt April, ne? Ja, immer, ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen entspannter, der April. Also ihr werdet im April zum inneren Frieden kommen. Das ist die Heilung. Die werdet ihr erreichen. Ja, es ist ein sehr friedlicher, angenehmer Zustand, schon fast meditativ. Faire Absprachen gibt es hier auch. Faire Kommunikation, viel Freundschaft, viele freundschaftliche Verbindungen, auch viel Freundschaft zu sich selbst. Du hast hier Frieden mit diesen Themen gefunden. Und das ist dir auch bewusst. Und hier zeigt sich eine Prinzessin der Kelche. Kann natürlich die gleiche Person sein. Hier, wir haben hier diesen Prinzen der Schwerter, Prinzessin der Kelche. Die sind zwar verschiedenen Elementen zugeordnet, aber es sind beides jüngere Personen, ne, die tief in deinem Herzen verankert sind. Ja, und es kann eben eine Person sein, die aus deiner Perspektive eben Luftverhalten, Lufttemperament zeigt und eben Kelche, Wassertemperament zeigt. Also ein Wasserelement eventuell. Die Prinzessin der Kelche, die ist eher verträumt, ist ja neigt zur Naivität, aber ist auch sehr liebenswert und verspielt. Sehr sensibel auch und empathisch und sanft einfach. Vielleicht wird die Situation auch bewirken oder es notwendig machen, dass du dich viel mehr als sonst wie diese Person, die ich gerade beschrieben habe, verhältst. Das könnte auch gut sein. Oder eben eine Person, die dir sehr am Herzen liegt, die dir sehr wichtig ist, spielt in diesem April dann noch mal noch eine größere Rolle.
Nach außen gehst du in die Tatkraft. Du wirst im April ziemlich effektiv sein. Du wirst deine Arbeit leicht von der Hand bewältigen können und kannst Pläne auch kleinteilig umsetzen. Also du hast da einen schönen, angenehmen Plan, den du flüssig umsetzen kannst. Und die Arbeit wird dich auch sehr viel mit Freude erfüllen. Ja, der April wird auf jeden Fall ein überaus entspannter Monat. Und in den April wirst du deinen inneren Frieden finden. Ja, schauen wir uns mal den. Jetzt kommt der Mai. Der Mai. Ah ja, schön, okay. Okay, im Mai haben wir erstmal hier den Magier in deinem Bewusstsein und das ist eine bewusste Initialzündung deinerseits. Also hier könnte dieser, was ich am Anfang meinte mit den Wagen, hier im Mai könnte ein guter Moment sein, wo es für dich losgehen könnte mit der Thematik, um die es bei den Wagen für dich geht. Hier sehe ich, dass du ja etwas in Aktion bringst. Du initiierst etwas, du gestaltest etwas nach deinen Vorstellungen, Wünschen und Plänen, wie du das gedacht hast. Und das wird dir ja, spielerisch gelingen, in Aktion zu treten, du kannst mit der Welt jonglieren und dir die Umstände so gestalten, wie es gut für dich passt. Und was du da anpackst, ne? Hier haben wir hier schon die drei Scheiben, das wirst du jetzt auch in deinem Herzen haben, das heißt, die Arbeit ja, wird dir noch leichter von der Hand fallen, du wirst deine Arbeit auch einfach lieben, du wirst dich da pudelwohl fühlen und die Dinge einfach total gerne tun und es wird dir leicht von der Hand fallen, deine Pläne umzusetzen. Du hast es auch bereits gut geplant und deine Pläne gehen einfach auf und das erfüllt dich mit tiefer Zufriedenheit. Ja, und hier haben wir den Ritter der Scheiben und da sehe ich deine Energie viel mehr. Könnte natürlich auch für jemanden stehen, der dir sehr ähnlich ist, der dich auf diesem Weg begleitet. Aber ich sehe doch hier bei den meisten deine Energie, denn der Ritter der Scheiben ist eine Erdperson und du bist ja auch ein Erdzeichen. Auch wenn du eine weibliche Zuschauerin bist, das ist unabhängig davon. Wichtig bei den Ritter der Scheiben ist eben, dass es dem Temperament der Erde zugeschrieben wird und dass der Ritter der Scheiben, der ist eine eher gereifte Persönlichkeit, eine Person, die so vom Alter her auch mitten im Leben steht. Und da sehe ich halt einen Reifungsprozess auch deinerseits und sehr viel Verantwortung für deine Taten, sehr viel Pflicht und Ehrgefühl und dass du dich einfach auch der Umwelt als die Person zeigen kannst und wirst und das auch gerne tust, die du wirklich bist, dass du dich authentisch gibst und dich als Person manifestierst. Also der Mai ist eine gute Gelegenheit, wenn du Pläne hast, die spätestens da wirklich anzupacken. Ne, ich sehe hier, dass du im April vielleicht noch so am Planen bist und das ist die Ruhe vor dem Sturm. Du bist dabei, Kräfte zu sammeln, um dich auf den Mai vorzubereiten. Und da kannst du einiges vorantreiben. Ja, und da geht es auch so weiter. Ja, du kannst hier auch vieles sehen, was sich aber erst später auswirken wird. Ein paar Schwierigkeiten könnten im Juni auf dich zukommen. Hier gibt es eine Situation, wo du so ein bisschen die Geduld verlieren könntest,
wo du dann auch, ja, eine Situation, die dir schon länger nicht gefallen hat, wie sie ist, wo du schon lange so hin und her überlegen bist, wie kann ich das umändern, was kann ich da noch rausholen, wie kann ich das irgendwie ändern. Du wirst hier die Geduld verlieren und diese Angelegenheit mit einem plötzlichen Ruck aus den Herzen heraus, also mit voller Überzeugung, wirst du eine Sache beenden und eine Angelegenheit, ein Umstand, der dir schon lange nicht mehr gut tat. Ja, aber dann wirst du dich aber auch daraus befreien können. Ja, nach außen hin. Das wird dir ziemlich viel Kraft kosten. Nach außen hin, das könnte dir also im Juni einen kleinen Dämpfer geben. Hier sehe ich halt die Trägheit in deinem Verhalten, ein Erschöpfungsmerkmal. Vielleicht fühlst du dich erschöpft, gestresst. Es ist auf jeden Fall ratsam, sich im Juni genug Zeit für sich selber zu nehmen und Energie aufzutanken. Und irgendwie ist dir das auch klar. Ich glaube, du wirst dir nicht so viele Sorgen machen darüber, wenn du dich geschwächt fühlst. Du weißt, wofür du das alles tust. Und du denkst viel an die Zukunft und wie du deine Situation dauerhaft stabilisieren kannst. Da hast du schon Klarheit und deine Motivation ist einfach sehr konstruktiv. Schauen wir mal weiter. Ja, und das kannst du auch weiterentwickeln, die 10 Scheiben. Also da kannst du etwas. Ich glaube, das baut sich ja auch hier die ganze Zeit schon auf. Also etwas bringst du fertig, kannst du hier fertigstellen. Ein Ziel erreichst du hier. Und das wird dir ja auch sehr viel Geld, also da sehe ich Geld reinkommen. Aber auch Erfolge, handfeste Erfolge, Wertschätzung, du wirst dich auch damit ja einfach sehr zufrieden fühlen. Es ist spannend. Also, du wirst hier erfolgreich mit etwas abschließen und es beginnt auch sofort ein neuer Zyklus, ein neues Selbstwertgefühl, eine neue Sicherheit, neue Perspektiven aufgrund dieses Erfolges. Also, ne, du hast dann etwas erreicht und ja, da kommt sofort oder schnell oder ja, also es stellt sich dann einfach ein sehr positives Gefühl ein, was dich einfach träumen lässt, was jetzt noch alles möglich wäre, weil das alles schon so gut geklappt hat. Ja. Also, was ich hier meinte in diesem Monat, das ist der Juni, das ist der Juli. Im Juni, das, was du beenden willst, vielleicht musstest du dich auch durch irgendwas durcharbeiten und möchtest auch das, also wegen diesem Beenden, möchtest das jetzt auch schnell einfach abgearbeitet haben, damit du endlich dieses Projekt oder was auch immer, um was es auch immer geht, endlich vollständig bekommst und du wirst es dann einen Monat später im Juli vollständig bekommen und wird dann sich sehr angenehm anfühlen und das ist wirklich ein Meilenstein für dich, ne? Hier haben wir den Mond im Verhalten. Das bringt dich in eine ganz neue Situation und damit konntest du gar nicht rechnen. Du wusstest nicht genau, was hier passiert, wenn du das abgeschlossen hast, aber es bietet Es öffnet sich eine neue Tür, ne? Etwas, was du gar nicht kanntest. Das ist echt cool. Es wird dich mit sehr vielen neuen Perspektiven, sehr viel Zuversicht, sehr viel Hoffnung auf die Zukunft ausstatten.
Und was passiert dann im August? Personen, Personen, Personen. Ja, also der August ist eine tolle Möglichkeit, um jemanden kennenzulernen. Zeit mit einem Menschen zu verbringen. Ich sehe dich hier als Königin der Scheiben, auf jeden Fall. Ne? Also es ist die gleiche Person wie der Ritter der Scheiben. Ne? Bloß, dass die Königin der Scheiben, die ist vielleicht noch ein bisschen gereifter, noch ein bisschen mehr weise, ist vielleicht noch ein bisschen gereifter. Und hier haben wir zwei Ritter. Einmal einen Ritter des Feuers und einen Ritter des Wassers. Das könnte sehr gut für eine neue Person stehen, ne? Die aus deiner Perspektive sehr viel Feuer- oder Wasserelemente hat. Vielleicht und für manche, aber ist das vielleicht die gleiche Person, die sich jetzt weiterentwickelt und ausreift? Aber das wird wahrscheinlich für viele nicht sein. Aber es ergibt eine Möglichkeit, dass diese Person sich eben als diese Person weiterentwickelt. Der Ritter der Stäbe ist auf jeden Fall eine Person des Feuers, ist so ein bisschen dominant, ist auch tatkräftig. Eine sehr präsente Person, die man nicht übersehen kann. Mutig und dynamisch. Der Ritter der Kelche ist dagegen nicht so dominant. Eine sehr empathische, gesellige Person mit vielen sozialen Fähigkeiten, hohen Idealen und sehr viel, ja, Empathie. Manchmal auch etwas verträumt. Es sind beides Ritter, also schon eher gereifte Persönlichkeiten, die auch Verantwortung übernehmen können. Ne? Also für viele von euch sind das zwei verschiedene Personen, du und die andere Person. Aber dann bist du trotzdem die ein wenig gereiftere Person. Aber die anderen Personen sind dir durchaus ebenbürtig. Die andere Person, ich sehe das als eine Person, ne? Also. Kann natürlich aber auch sein, dass du diese Fähigkeiten zeigen musst. Vielleicht hast du es auch im August mit vielen verschiedenen Menschen zu tun. Vielleicht bist du da auch einfach, vielleicht, ne, ist ja auch ein typischer Urlaubsmonat. Da trifft man dann auch mehr Menschen als sonst und man kann davon ausgehen, dass wir im August auf jeden Fall alle mehr Freiheiten haben, also sich zu treffen und so, als es jetzt der Fall ist. Also ja, kann auch einfach sein, dass du sehr viele Menschen begegnest, verschiedene, aber es ist auch ein guter Moment für diejenigen, die auf der Suche sind, im August jemand Neues kennenzulernen. Und da sehe ich eben, wenn, dann ein Wasser- oder ein Feuerzeichen. Eventuell, ne? Ist natürlich immer unterschiedlich. Ja, schauen wir mal, was dann im weiteren Verlauf des Jahres passieren wird bei dir. Ich muss mal die Karte noch ein bisschen. Ja, ich muss mal kurz überlegen, in welchem Monat. September haben wir hier. Ja, es ist ein bisschen ambivalent. Du wirst auch hier, wie halt im April, ja, sehr viel innere Stabilität haben.
und dich ausgeglichen fühlen. Klare Absprachen gibt es da. Inneres Gleichgewicht, ein meditativer Zustand. Ja, und dann haben wir hier die Tapferkeit in dein Verhalten. Du musst dich für eine Sache einsetzen, die dir total am Herzen liegt. Mitunter sogar einen Alleingang wagen. Halt eine Sache wirklich aus tiefer Leidenschaft heraus zu verteidigen. Und in deinem Herzen die Enttäuschung, eine Illusion, die vorher für dich wichtig war, von der kannst du dich jetzt lösen, von einer Illusion, also du ein Gefühl von Desillusionierung in Bezug auf eine Tat, eine Sache, ne? Also irgendwas enttäuscht dich schlicht gesagt. Aber das kann sich auch, manchmal ist man auch von negativen Gedanken enttäuscht. Dann äußert sich dieser Zustand sehr positiv, kann auch eine emotionale Befreiung sein aus etwas. Denn du bist ja mit tiefer Leidenschaft in einer Sache ausgestattet und irgendwas verteidigst du für irgendwas, für etwas, ja, setzt du dich ein und bist da einfach sehr mutig, gehst da mutig voran. Ich frage mich, ne, also ob das vielleicht mit dieser Person in Zusammenhang stehen könnte. Also entweder sind dann diese Themen dann wieder wichtiger oder diese Person. Das kann ich jetzt hier noch nicht sagen. Oder beides, ne? Du bist ja gerade auch so ausgewogen. Da denkt man auch an alle Facetten seines Lebens, ne? Oh wow. Kannst du das gut sehen? Nein, nicht ganz. Ich muss die Karten so ein bisschen. So. Also, hier haben wir das Streben. Das ist natürlich aus der Tapferkeit geboren, ne? Da sehe ich von deiner Seite Ehrgeiz, den Drang nach vorn. Du weißt, was du willst und bist bereit, es dir zu nehmen, das, was du möchtest, hast viel Ehrgeiz. Hier haben wir die Königin der Schwerter. Da sehe ich halt schon, auch wenn das gerade, also eigentlich ist es eine Luftperson, aber es kann halt dafür stehen, dass du nach Unabhängigkeit strebst. Also ich sehe für viele hier diese beruflichen Themen da jetzt tatsächlich eher. Vielleicht habt ihr euch hier selbstständig gemacht oder irgendein Projekt angefangen. Auf jeden Fall im Oktober hat sich das verfestigt und ihr strebt in eine gewisse Richtung und da erlangt ihr sehr viel Unabhängigkeit und das wird euch mit tiefer Selbstliebe erfüllen. Ne? Hier haben wir die Liebe im Verhalten. Vielleicht werdet ihr eben auch eine Königin der Schwerter kennenlernen. Eine Person der Schwerter kann natürlich, hier haben wir ja schon eine Person des Schwerter inneren Herzen, wenn das die gleiche Person ist, dann ist diese Person in der Zwischenzeit auch reifer geworden, hat sich weiterentwickelt und das ist dann die Grundlage dafür, dass ihr so ein tolles Verhältnis habt, so eine, hier sehe ich dann innige Harmonie und wirklich ein Zustand, wo die Kommunikation so gut ist, dass die Gefühle frei laufen kann, dass man offen kommunizieren kann. Das ist einfach, dass man sich seine Gefühle ganz frei und leicht gegenseitig zeigen kann.
Vielleicht bezieht sich das auch auf die Person, ne? Ne, hier haben wir alle Elemente, die nicht Erde sind. Also ist diese, dann würde ich sagen, diese Person ist wirklich eine, ein gutes Gegenstück, eine gute, eine, also einfach Gegenpartie. Also ihr seid ein gutes Team und ergänzt euch in eurer Unterschiedlichkeit. Auf jeden Fall sehe ich hier sehr viel Harmonie, einen sehr harmonischen Austausch und das motiviert euch auch motiviert euch in allen Bereichen euren Leben, auch für eure, in eurer Arbeit und in eurem Job, und ihr seid einfach bereit, viel zu geben für die Weiterentwicklung dieser Verbindung. Und ihr werdet euch einfach auch sehr zufrieden mit euch selber sein und euch auch freier fühlen als als gewöhnlich, wie ihr es gewohnt seid. Ja, ist auch ein guter Moment für den Wagen, ist auch so ein Wagenmoment. Ja, den ersten guten Moment, den wir identifiziert haben, war ja der hier mit den Magiern. Ja, im November solltet ihr etwas vorsichtig sein. Der November zeigt sich hier ziemlich schwierig. Hier ist ziemlich viel Chaos bei euch. Ihr seid innerlich etwas ungeordnet, etwas... Hier gibt es aber auch viel Leichtigkeit, auch Leichtsinnigkeit, der Hang zur Leichtsinnigkeit. Es fängt etwas Neues bei euch an im November. Und das ist gut, aber das ist jetzt noch nicht so richtig ausgereift, was da neu anfängt. Und das bringt euch in einen etwas chaotischen Zustand. Und ihr solltet... Hier haben wir auch noch die sieben Kelche in eurem Bewusstsein. Ihr solltet keine wichtigen Entscheidungen im November treffen. Also da ist irgendwie, da habt ihr halt nicht so die Klarheit. Und bei den sieben Kelchen ist man auch dazu geneigt, sich Illusionen hinzugeben und Täuschungen ja, zu sehr anzunehmen. Vor sowas sollte man sich dann auch irgendwie schützen oder dem aus dem Weg gehen und eher lieber in die innere Ruhe zu kommen. Also im November werdet ihr die Situation einfach nicht gut einschätzen können. Ihr werdet euch trotzdem viel positionieren müssen. Ihr werdet eventuell halt, also schon als Person stark im Leben stehen müssen und tatkräftig sein, pragmatische Lösungen finden. Und ich sehe hier auch einen Verjüngungsprozess eurerseits, ne? Weil hier ist der Prinz der Scheiben, zeigt sich der Prinz der Scheiben. Und der ist halt eine jüngere Person. Ihr wart ja schon der Ritter der Scheiben, jetzt seid ihr wieder der Prinz. Also eine gewisse Unreife zeigt sich hier eurerseits und das kommt vom Nahen, ne? Durch diesen chaotischen Zustand. Also im Moment, in diesem November könnt ihr keine guten Entscheidungen treffen und ihr könnt euch zwar ganz gut positionieren und vielleicht solltet ihr genau auf da euch drauf verlassen, also keine weitschweifenden Entscheidungen treffen, aber sich auf das zu verlassen, auf das verlassen, was man gut kennt, was man schon gut erprobt hat, wird euch sicherlich gut tun in dieser Zeit. Und ja, der Nah ist eben das Schöne am Nah ist, man kann so ein bisschen sein inneres Kind rauslassen. Das ist auch manchmal eine ganz leichte Energie, frohsinnig. Deswegen ist das vielleicht auch ein guter Ratschlag, keine ernsten Entscheidungen zu treffen, aber eben sich den unernsten Sachen des Lebens so ein bisschen hinzugeben.
Das wird wahrscheinlich ganz gut sein und einfach sich auf das, was vorher funktioniert hat, verlassen, keine großen Sprünge nach vorne tun. Ja, was kommt im Dezember auf euch zu? Ja, das ist halt der Wartezustand, also das ist halt der Zustand hier wird sich noch weiter fortsetzen. Wir haben hier eine Hohepriesterin im Bewusstsein. Und das ist einfach ein Hinweis darauf, dass ihr euch treiben lassen könnt, dass ihr in die Passivität gehen könnt, Vertrauen in die Spirituelle, also die Hohepriesterin hat halt auch so ein tiefes spirituelles Vertrauen darin, dass die Dinge schon sich positiv entwickeln werden. Und die lässt sich halt in dieses in das Netz der Welt, in die Verläufe, die gibt sich dem hin und in den Vertrauen, dass es schon alles seine Richtigkeit hat. Und so ein Gefühl könntet ihr im Dezember auch haben, dass ihr euch da auch mal zurücklehnen könnt. Und ich sehe hier einen starken Zugang eben zu eurer eigenen Intuition und die ihr in dieser Zeit haben werdet, zu der Spiritualität, zu eurer Religiosität. Und wahrscheinlich müsst ihr, also ist das gut, dass, also ich sehe hier bei den 5 Scheiben, ihr seid in einer Situation, wo ihr auch auf etwas wartet, in eine Wartehaltung. Es könnte sich etwas zermürbend zwischendurch für euch anfühlen. Ihr macht auch so ein Resümee und überlegt genau, was gut war im letzten Jahr zum Beispiel, ne? Und was euch aber nicht so gut gefällt. Also das ist ja auch manchmal eine ganz gute Basis, sich über solche Sachen Gedanken zu machen und zu überlegen, was vielleicht besser laufen könnte. Ja, sowas beschäftigt euch wahrscheinlich in solche Themen im Dezember. Und ja, ihr wartet auch auf etwas. Ihr müsst ein bisschen ausharren in einer Sache und Geduld aufbringen. Ihr werdet in diesem Dezember schon mehr in die Gefühlswelt gehen, in die Passivität. Und hier sehe ich sehr viele schöne, angenehme emotionale Momente mit den Menschen in eurer Umgebung, mit euren Liebsten im Dezember. Und dem könnt ihr euch auch ganz hingeben und einfach diese Zeit auch wenn es ein Wartemoment ist, auch gut genießen lernen. Da gibt es auf jeden Fall viel Grund für euch, ja, die schönen Seiten des Lebens zu genießen. Die Zeit so zu nutzen. Ja, zusammenfassend sehe ich ja einen herausfordernden Jahresanfang. Aber ab April wird es besser. Mai ist ein guter Monat, um etwas in Bewegung zu bringen, etwas zu initiieren. Und genau, das ist ja auch so eine interessante Zeit. Ja, im Juli werdet ihr etwas Wichtiges zum Abschluss. Nee, im August. Nee, Juli ist das, entschuldigt. Ja, im Juli werdet ihr etwas Wichtiges zum Abschluss bringen, was euch neue Perspektiven bietet. August ist ein guter Monat für euch, für den Urlaub. Ne? Ihr werdet viel von Menschen umgeben sein und eventuell eine neue Bekanntschaft machen. Eine, die sehr wichtig für euch ist. Ein schöner Monat für die Liebe ist auch der Oktober und auch der Dezember, ne? Also
Aber im Dezember solltet ihr auf jeden Fall, also da werdet ihr keinen neuen Menschen kennenlernen. Das würde sich dann auf bestehende Beziehungen beziehen. Ja, aber natürlich ist der Oktober, das ist der Oktober, ja, ein schöner, ein schöner Monat für die Liebe, auch wenn ich das eher hier im Oktober August sehe, ne? Aber dass sich dann diese Beziehung im Oktober besonders schön auswirken könnte. Ja. Und dass einfach, ja, dann in diesem Monat einige, also Entscheidungen für diese Beziehung getroffen werden müssen. Ja, lieber Steinbock. Ja, ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat, dass die Legung dir viele gute Inspirationen mitgegeben hat. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir ein erfolgreiches und wunderschönes Jahr 2022. Und ich würde mich auch freuen, wenn wir uns in dem nächsten Jahr auch wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis bald. Hast du noch offene Fragen und möchtest eine persönliche Legung? Auf meinen Etsy-Shop kannst du eine eigene, individuelle Legung bestellen. Ab dem 23. Dezember gibt es einen Feiertags-Sale mit 50% Rabatt auf alle Legungen. Das Angebot gilt bis zum 30. Dezember. Es lohnt sich also, vorbeizukommen, und ich freue mich auf dich. Bis bald!